Fortschritt auf dem Schlossberg. Die Wetterfahne thront wieder über den Dächern. Die Arbeiten auf dem Stiftsberg gehen immer weiter voran. Immer mehr Dachziegel finden ihren Weg und decken das Dach ab. Noch im letzten Jahr wurde der Residenzbau mit einem Feierabendziegel vom Oberbürgermeister persönlich beendet. Jetzt war es für die Wetterfahne wieder an der Zeit, nach der Restaurierung auf das Dach zu kommen. Mit einem großen Kran wurde diese über das Dach gehoben und auf der Vorrichtung aufgesetzt. Damit ist ein weiterer Abschnitt auf dem Dach symbolisch abgeschlossen. Ja, wir hatten heute die große Ehre, die Wetterfahne sozusagen als erster Abschluss der Baumaßnahmen an den Dächern heute zu setzen. Die Wetterfahne ist knapp 2 Meter hoch. Die wurde entsprechend restauriert und auch wieder mit Goldbeleg versehen. Und sie wird jetzt stolz über unseren Dächern und zeigt, dass wir mit unseren Baumaßnahmen gut vorankommen. Auch trotz vieler Schwierigkeiten, die aber eigentlich positive Schwierigkeiten waren, weil wir entdecken sozusagen in jeder Ecke entdecken wir deutsche Geschichte und die können wir natürlich nicht übergehen, die müssen wir aufarbeiten und deswegen gab es auch die eine oder andere Verzögerung. Nichtsdestotrotz haben wir das Ziel und heute sind wir ein gutes Stück weitergekommen mit dem Setzen der Wetterfahne. Am 31.12.23 die Baumaßnahmen im Wesentlichen abzuschließen. Das ist auch die Forderung der Fördermittelgeber. Sollten wir noch größere geschichtliche Überraschungen haben, werden wir diese natürlich aufarbeiten müssen und bitten, werden uns dann an die Fördermittelgeber wenden müssen, ob sie mit Verständnis uns noch ein paar Tage länger einräumen können. Insgesamt freuen wir uns, dass wir die große Zielstellung am 35. Jahrestag der Einschreibung der Welterbestadt Quedlinburg in die UNESCO-Welterbeliste am 17. Dezember 2024 hier eröffnen zu können. Das ist unsere große Zielstellung. Nun mag es den einen oder anderen verwirren, doch auf der Wetterfahne ist das Jahr 2022 zu sehen. Auch wenn sie im Jahr 2023 auf das Dach gebracht wurde, so ist die Restaurierung schon 2022 abgeschlossen worden. Ja, also auf der Fahne steht 22, weil wir bei der Restaurierung das große Ziel hatten, 22 die Fahne zu setzen. Und das ist aufgrund eben beschriebener Schwierigkeiten, aber auch Corona, Baustoffschwierigkeiten und so weiter, hat sich etwas verzögert. Deswegen fallen das tatsächliche Setzen und die ursprüngliche Zielstellung ein wenig auseinander. Das Projekt schreitet also stetig voran und kommt dem Bauabschluss immer näher. Dann kann man den Ausblick auf den Schlossberg vom Münzenberg oder Abteilgarten wieder ohne Gerüst bewundern.